So, da sind wir auch schon im Hardware-Video. Mal eine andere Begrüßung, aber, also ich bin's, euer Odin, logischerweise, aber. Und ich finde die optisch echt schön. Also mir gefallen sie vom Optischen. Bloß halt dieses Kupfer, das ist mir nicht Kupfer genug. Das hat so ein bisschen so Kupfer-Gold-Stich irgendwie so. Also das hätte ich mir gewünscht. Das ist mehr so wie bei den R3. Ich packe euch auch da mal einen Link dazu in die Videobeschreibung. Dass das wirklich mehr kupfermäßig ist. Was schön ist, ist halt, dass es groß drauf steht, links und rechts. Ja, das steht nicht bei allen drauf, also nicht bei allen Herstellern, die so Kopfhörer machen. Aber das könnten sich alle mal als Standard zu Herzen nehmen, weil bei meisten hast du dann hier ganz klein drauf und dann nicht mal in weiß oder irgendeine Farbe, die man sieht. Nein, rausgedruckt, also praktisch rufgedruckt in schwarz oder grau oder dann wirklich nur, dass es so ein bisschen rausgehoben ist und dann musst du rätseln, weil du nicht so gucken kannst und weil es dunkel ist. Ja, was ist denn das? Ist es links, rechts, mittig, neutral? Was ist denn? Das ist schön hier. Schön groß drauf. Super. Ist auch schön gepolstert hier. Hier haben wir an der Seite auch noch einen Schriftzug. Den finde ich auch sehr, sehr schön gelungen. Wartet mal, ich muss den halt fokussieren. Hoppala. Oh, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen. Aber der ist schon wieder im manuellen Fokusmodus. So, Automatik. So, sollte ein bisschen besser sein. Ja, hier haben wir dann auch die Mikrofone. Hier unten haben wir dann den Klinkenanschluss. Hier haben wir den Knopf für ANC. Also Noise Cancelling. Hier haben wir den USB-C. Hier ist auch nochmal ein Löchlein, weil das könnten auch die Mikrofone sein, für dass das unsere Mikrofone sind. Die hier. Und das hier praktisch für Noise Cancelling ist. Mal gucken. Haben wir hier laut leise und Bluetooth. Ja, dann würde ich sagen, ich habe mein Handy neu geordnet und finde natürlich wieder. Ach, da haben wir sie. So, da haben wir die App. So, ach so, Bluetooth aktivieren. Bluetooth an. So. Und jetzt müssen wir hier. So, jetzt haben wir Power on gemacht. Pairing. Willkommen bei Wählen Sie. So, da haben wir sie. Koppeln. Jetzt sind wir gekoppelt. Oh, Kater, nicht dein Ernst. Jetzt kraucht der Kater, ohne die Lungen, Leute, in der Oberschale von den Kopfhörern sitzt der Kater jetzt drin. Ich mach den mal. So, haben wir verbunden. Jetzt findet er sie, auch logischerweise hat er sie gleich. Hier sind sie drin. Wir können sie zurücksetzen und wir können halt auch jetzt hier natürlich den Ton einstellen. Simple Mode und hast du hier den Home. Hier können wir uns dann alle Produkte angucken, die sie haben. Aber den großen, den ich jetzt hier habe, der ist hier. Doch, da ist er.
Also es gibt ihn auch in Weiß, so wie es aussieht. Ja. Das mal, ich zeige euch das mal kurz. Ja. Da sitzt der dicke Kater in diesem kleinen Karton drin. Naja, wenigstens liegt da nicht wieder davor hier, damit wir. Das ist ja schon mal viel wert. So, ich setze die jetzt mal kurz auf. Ja. Ich zoome euch mal ein Stück rein, aber nur so ein bisschen, ja, dass wir uns die App hier angucken können. So, und zwar gehen wir erstmal auf Einstellungen. Hier haben wir natürlich die Lautstärke. Ja, ihr seht das gleich, dass jetzt im Handy auch reagiert. Wenn ich jetzt beim Handy jetzt hier runter mache, dann passiert jetzt hier natürlich das Gleiche. Ich mache mal sicherheitshalber auf etwa halb. Wir haben jetzt einfach Soundpads Classic drin. Also klassisch. Wir können Equalizer anmachen. Ja, oder klassisch. Und dann haben wir. Überprüfe. Überprüfe Dateninformationen. Ah, okay. Detailinformationen, die machen wir gleich. Dann war hier Rauschunterdrückung ist jetzt an. Wir haben auch den Normal-Mode. Pass-through. ANC on. Spielmodus. Exit Game Mode. Verbindung mit zwei Geräten haben wir auch an, das ist gut. Das heißt, dass ich sie mit dem Handy verbunden lassen kann und gleichzeitig noch mit dem PC bzw. später dann halt TV bzw. Fire TV. So, und wir gehen jetzt erstmal hier oben rauf. Und jetzt machen wir die ersten Schritte. Und ich soll halt drücken, wenn ich einen Ton höre. Ah, jetzt höre ich einen Ton. Jetzt höre ich was. Ich glaube. Ich habe heute mal gutes Gehör. Bestätigen. So. Und dann würde ich jetzt mal kurz in die andere Ansicht ändern. So, da sind wir jetzt auch in der anderen Ansicht. Ich mache als erstes. Nee, ich stelle mal noch nichts an den Filtern rum. Ich gehe jetzt erstmal auf Spotify. Und Nemesis. Mythos Barbarossa. Und drehe mal auf.
Bassverstärkung hört sich geil an. Hört sich echt geil an. Pass hört sich auch cool an. Jetzt habe ich ANC On gemacht. Also, ANC On ist so geil. Frisst natürlich mehr Akku. Aber der Sound kommt satt darüber. Und ich höre mich selber auch weniger. Wird fast alle die Blockte voll geil. Mal Spielemodus anmachen. Also, ich habe Rock an, aber Rock und Spielemodus an hört sich noch mal geiler an. Hat so ein bisschen was von Bassverstärkung. Also Rock und Spielemodus, absolut geil. Adaptiver Equalizer. Hört sich wirklich gut an. Hört sich wirklich, wirklich richtig gut an. Ich habe jetzt den ANC-Modus an. Ich habe bei Equalizer habe ich, ist das schon hier, Rock. Ja, also adaptiver Equalizer ist an. Equalizer ist Voreinstellung. Es steht dann da, ist Rock. Benutzerdefinierter Equalizer. Rau. Rauschunterdrückung natürlich und den Spielemodus an. Und mit Spielemodus an hört sich es nochmal viel geiler an, muss ich echt so sagen. So, jetzt komme ich mal in ein YouTube-Video rein. Also auch YouTube-Video hört sich gut an mit der Stimme. Also ich bin positiv überrascht. Ja, Power off, hört man. Aber ich hätte irgendwie, mir fehlt irgendwie so ein Blinkelicht oder so, was sagt, hier, pass auf, hier ist jetzt Power off. Jetzt kannst du loslassen vom Knopf. Weil wenn du unterwegs bist, dann ist so leise Power off halt nicht so toll. Wir haben ja auch Metall-Plastikbügel hier. Also hier ist Metall, hier in der Mitte ist Plastik. Richtig dick gepolstert. Hier ist auch dick gepolstert. Der Tragekomfort ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich habe. Ist ein schöner Tragekomfort. Also ich bin mal gespannt. Also ich werde die jetzt beim Putzen erstmal benutzen. Weil morgen mache ich ja nochmal Katzenklos und Fegen wischen wollte ich und so was alles. Und da werde ich mal die Kopfhörer benutzen. Da kriege ich schon mal ein paar Stunden mit Musik zusammen. Und dann werde ich es im Hangout benutzen am Freitag. Und dann mal gucken, wie lange der Akku da wirklich hält. Ob der jetzt durchhält bis dahin. Weil in der App hat er mir jetzt gesagt, das ist 100% der Akku. Ja, muss ich mal gucken. Also, wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Ich bin mal gespannt. Ich werde euch die mal in der Videobeschreibung verlinken. Und dann mache ich später, dann in ein paar Wochen, ein Fazitvideo noch, ob der Akku wirklich lange hält oder ob das jetzt wieder nur so sagen, naja, 3, 4 Tage. Hält er nicht. Also 3, 4 Tage, weil ich nicht am Stück, logischerweise. Halt so meine Streaming-Zeit zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt.
Aber so vom Klang war er schön. Wie gesagt, mit Spielemodus an, finde ich ihn so, ja. Vom Klang, also ist jetzt Rock gewesen, hat sich auch auf Bass verstärkt, eigentlich relativ gut angehört. Aber so jetzt Nemesis mit Rock und dann noch Spielemodus an und so, hat sich richtig, richtig gut angehört. So, aber nichtsdestotrotz, wartet jetzt auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde euch die verlinken und die also für Inneohren, werde ich euch Oma verlinken. Bis dahin, Ahoi, seid euer Odin. Odin's Curse.